Ich bin's wieder, Tibus AP. Diesmal geht's um die Duel Uzi. Und zwar, ja, woher sie bekommt. Also, ich habe sie durch den Harvest Event bekommen. Eben halt, man musste jeden Tag sich einloggen und dann hat man eben halt ein Item bekommen. Ich habe jetzt die Duel Uzi. Ich habe natürlich das Event gemacht. Wozu nicht, wenn man schon ein Ribbon bekommt, nur für 7 Tage einloggen am Stück. Ist doch geil. Zudem, ja, ich habe die Uzi. Duel Uzi. Was ganz gut an der Duel Uzi ist, und zwar, die wiegt genauso viel wie eine Piste. Die rennt nicht wirklich schneller. Also, ich merke auf jeden Fall keinen Vergleich hinzu. Nope. Kein Vergleich. Kein Unterschied, meinte ich eher. Und zwar, was ich zu der sagen kann, ist, dass man sie auch per... Also, man kann sie entweder durch Event, wie man jetzt schon erfahren hat, oder eben halt per, Item Shop, Item Store, wie ihr es auch nennen wollt. Auf jeden Fall bekommt ihr sie für 7 Tage, also ihr könnt sie per 7, 30 und 90 Tage kaufen. 7 Tage 1800 ZP, 30 Tage sind 3600 ZP und 90 Tage sind 8500 ZP. Ich meine, ihr solltet euch wirklich, wenn ihr die Uzi schon holt, dann natürlich für das teuerste, weil es ist so gut wie immer der doppelte Preis und ich meine, für 90 Tage geht es wirklich schon klar, der Preis. Also ich meine, das ist ja eigentlich ein Schnäppchen, wenn man sich das lieber für 90 Tage holt, anstatt so teuer für sonst wie wenig. Egal. Zum Punkt Power. Und zwar, auf den Kopf macht sie, von der Close Range natürlich, macht sie 66 bis 80 Damage auf den Kopf pro Schuss. Auf den Körper macht sie dann 19 bis 24, also auf den Oberkörper. Oha. Zudem muss man leider immer Linksklick gedrückt halten, wenn man schießen will. One-Tap kann ich damit nicht irgendwie demonstrieren, denn das ist eine Submachine? Ist das eine Submachine? Ich glaube doch. Also, es ist nicht einfach, einen Schuss abzufeiern. Denn die ist ja schon fast zu schnell mit der Schussfrequenz, sag ich jetzt mal so. Auf jeden Fall, es ist eine sehr schöne Waffe. Sie lädt zwar ein bisschen langsam nach, also für mich ist es viel zu langsam, denn 3,8 Sekunden ist für mich einfach zu viel. Zudem, was wollte ich jetzt sagen? Zudem, hier seht ihr nochmal den Spray und sie ist in 3,8 Sekunden leer geschossen. Ist aber natürlich auch ein bisschen doof, dass man, wenn man sie rausholt, hört man das über die ganze Map. Und natürlich auch das Nachladen, das ist ein bisschen tragisch. Denkt man nur gleich so, der ist gleich hinter mir! What the fuck, ich muss gleich losschießen und so. Also für Gegner natürlich, die Uzi haben, nicht für euch selber. Denn ihr hört ja nur von euch das. Auf jeden Fall ist es echt immer erschreckend, wenn ich so auf Sound spiele, langsam durchschleiche und dann BAM! Hört, ah nee, kein Schießen, sondern ich höre dieses, wie die Uzi nachgeladen wird oder sowas. Das kotzt mich einfach nur an. Ist auf jeden Fall nicht so geil. Oh. Und ja, renne ich doch einfach mal in die Granate. Ja, sie hat 50 zu 100 Munition. Insgesamt sind es dann 3 Magazine. Die Duel Uzi, naja, ist eigentlich leise her vom Schießen, aber ist ihm halt ein bisschen tragisch, dass sie so doll... Naja, meine Waffe ist die natürlich nicht. Ich mag die nicht so gerne benutzen. Ist einfach nichts für mich. Ich mag allgemein Submachine Guns nicht so sehr. Vom Aussehen her ist eine Duel. Also, das finde ich auch noch ganz cool gemacht. Ich verstecke mich wieder mal mit der Duel. Und zwar so. Ah, wie war das jetzt? Warte, wenn man sich dreht. Nee, nee. Also, man kann sie irgendwie komisch überstapeln. Ich frage mich jetzt, wie das losgeht. Auf jeden Fall liegen sie nicht immer gleich. Ah, da seht ihr es. Ah. Naja. Ah doch. Da. Jetzt sind sie knapp nebeneinander. Und wenn ich mich so leicht bewege, da liegen die übereinander. Also das ist... Naja, das ist jetzt so oder so der beste Shit, den man rausgefunden hat über die Uzi. Aber... Na schön. Also ich würde euch das empfehlen, die zu holen. Es ist auf jeden Fall gut damit zu spielen. Also, ich komme nicht wirklich gut damit klar, aber auch nicht wirklich so gut, na, so gut oder gut damit klar. Ich komme, naja, ich würde die als Mittel
Naja, ist eine Fernwaffe, würde ich eher sagen. Also man sollte nicht wirklich... Ah doch, doch. Siege and Destroy, das war einfach zu Hammer. Da haben die alle rumgeflamed, dass ich... Ach, Messer! Nein! Und zwar, da haben die alle rumgeflamed, dass ich Uzi benutze. Hey, verpiss dich mit der Uzi. Aber wenn es schon eine Eventwaffe war, also wenn man sie schon kostenlos bekam, denn natürlich habe ich sie auch benutzt. Warum denn nicht? Ich meine, das ist GP, das man bekommt durch Waffen einfach kaputt machen. Und wenn sie schon für Tage sind, dann braucht man sie auch nicht wiederholen. Also, macht auf jeden Fall eure Waffen per Zeit kaputt, dann bekommt ihr ganz viel GP. Ich kann es euch nur empfehlen. Ja, mit Rechtsklick kann man leider nichts machen. Man schießt nur mit Linksklick. Das finde ich ein bisschen bitter. Und das war's von mir.